Hallo und willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, wie man sehen kann, wir zocken gerade mit dem Trickster. Mal sehen, ob wir heute mal mit dem ein bisschen was hinkriegen, weil ich zock den eigentlich nicht so gern, weil ich muss sagen, ich bin... Was macht der denn da hinten? Blöd für die... Für die Klingen werfen. Hallo! Sehr gut. Schade, du hast die halt weg. Ist ja egal. Ja gut, und dann kommst du gleich runter. Ist ja scheißegal, wir machen einfach weiter. Okay, hier treten wir erstmal dagegen. Hallo, das dürfte ich gerne mal. Dankeschön. Dann kommst du halt wieder in den Dreck. Ich meine, mich stört das nicht, gell? Also. Bitteschön. Na, die versuchen mich doch zu verarschen, oder? Den Gestühne von Heim geballert. So. Ja, alles gut. Hat den Neem gezündet. Sehr gut. Die gehören definitiv zusammen. Die gehören zusammen. Das liebe ich, wie die zusammengehören. Sehr gut, wie mir das gefällt, ja. Bitteschön. Gefällt mir, wie man versucht, mich zu verarschen. Du bist so ein... Nee. Was ist los mit euch? Aber mir egal. Sehr gut, so. Sehr gut. Nein. Das kannst du knicken. Tja, da ist schon mal der erste tot. Ich weiß nicht, was die von mir wollen, gell? Nein. Ich weiß wirklich nicht, was die von mir wollen. Warum die mich hier versuchen, so abzufacken. Ich meine, wenn man es kann, dann ist es okay. Aber nicht, wenn man zum Scheißen so doof ist. Sehr gut. Mitkommen. Und weißt du was? Ha ha!
Wenn man es kann, ist es okay. Wenn man zum Scheißen so doof ist, soll man seine Fresse eigenschalten, oder? Bitteschön. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt sterben lässt, aber egal, so haben wir wenigstens drei von ihr Kids. Gab's Opfergabe für den Luken? Nein. Okay, na dann wird die Runde ja gar nicht mehr so lange gehen. Die Frage ist echt halt nur, wo ist die, gell? Jetzt. Da hinten ist er. Oh ja. So, und somit müssen wir sie alle haben. Wenn die jetzt keinen Entscheidungsschlag oder irgendwas hat. Dann war's das jetzt. Bitteschön. So, dann war's das für die Folge. Ich danke euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich weiß, es ist natürlich nicht so gewesen, wie ich es gerne hätte, aber ich meine, wenn man mich so abpackt, muss man damit leben, dass man genauso abgefuckt wird. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein.